Nur, ja, ja, es ist gut, ne? Na gut, aber 300 von diesen Superconductor-Dingern. Das macht auch schon einiges her. So. Na gut, da brauche ich das nicht reintun. Das werfe ich hier unten mit rein. Wenn wir denn irgendwann ankommen. Da jetzt nicht. Auch nicht. Oh, ist hier. So. Davon. Ja, davon kann man immer recht viele mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir große auch brauchten. Ja. Brauchten wir auch. So, Herstellungskomponenten ist fertig. Hier auch. Also so großes und Computer. Warum immer Computer? Warum habe ich so wenig davon? Wahnsinn. Halt, wollte erst runterscrollen. Das macht es einfacher. Computer gehen, glaube ich, nicht, weil wir kein Silizium mehr haben. Immer 80. Das ist auch nicht ohne, ne? Wenn man überlegt, dass wir gar nicht so viel halt mitnehmen können von den großen Stahlrohren. Das ist echt der Wahnsinn. So, das passt dann sogar perfekt. Also ein bisschen Vorbereitung in der Zeit, wo der andere halt oben noch braucht zum Werkeln der einzelnen notwendigen Dinge. Ist das dann schon echt so? Triebwerkskomponenten? Ich weiß gar nicht, ob ich hier welche drin hatte, ehrlich gesagt. Wir haben eigentlich überall welche mittlerweile. Ja, da sind welche. Dann bringen wir die doch auch schon an, Mann. 500 sogar. Nicht ohne. Genau, da ist es. Ja, schade, dass das mit dem Supercharger, das halt nur für Asimus ist. Hätte jetzt einen Vorteil, wenn man das auch dafür benutzen könnte. Wäre ein bisschen Zeitersparnis, aber naja, was soll's. Das sind auch die einzigen Triebwerkskomponenten hier gewesen, ne? Hm. Gut, aber davon sollten hier eigentlich noch genügend drin sein, beziehungsweise haben wir oben auch noch jede Menge. Ach hier, guck mal, hier haben wir noch Computer. Ja stimmt, wir hatten letztes Mal, glaube ich, ordentlich Computer hergestellt. So. Aber Triebwerkskomponenten haben wir ja auch nicht mehr. Wir haben unten jede Menge. Hm. Ich guck mal kurz hier, ob ich jetzt vielleicht doch noch welche habe hier. Halt, warte, warte, warte. Ich mach das erstmal hier. Erstmal nehmen wir das hier weg. Hm. Achso, das ist innen drinne. Das sind halt immer nur 25, aber... So, das ist es. Na gut, haben oder nicht haben, ne? Und ich entscheide mich mal für haben. Oh. Das ist nicht so gut. Ja, es ist irgendwie... leicht fehleranfällig hier, muss man sagen. Also, warum auch immer. Aber hat er hier regelmäßig Probleme mit den Türen? Ne, hier auch. Es ist auch locker, sieht man. Ah, ich glaube, wir müssen die Dinge auch abreißen. Müssen wir ganz, ganz simple herstellen. Ja. Ist irgendwas mit dem Kolben auch passiert, ne? Also, es hat richtig zerfetzt an der Stelle. Scheiße, Mann. Puh. Aber bei allen jetzt, ne? Wenn ich das hier gerade sehe. Wahnsinn. Hm. Okay. Ungewöhnlich. Na, na gut. Ich habe ein bisschen was, was ich brauche. Die glühen kaum. Also, eigentlich erst, wenn man wirklich dran ist. Ja, das reicht natürlich bei weitem nicht, das ist klar. Kann ich hier was reintun noch? Jupp. Sehr schön. Ich fliege jetzt mal so hin. Ich habe jetzt keine Lust die ganze Zeit mit dem Raumschiff. Sollte sowieso noch nicht so viele davon haben. Können Sie auch diesen kleinen Speeder nehmen. Sehr geil. Das ist doch mal nicht schlecht. Was fehlt ihm hier? Ne, er arbeitet fleißig weiter.
Gut, Computer und so haben wir. Nur, so weiter im Plan. Ich kriege vielleicht doch noch was fertig. Warte mal, was war hier jetzt? Was fehlte hier jetzt? Nur noch das. Und Panzerglas, das, was ich jetzt dabei habe. Ha! Haben wir ausreichend dabei. Jetzt tut sich einiges hier. Fast funktionstüchtig. Fast. Ein kleines bisschen fehlt. Naja. Dieses kleine bisschen ist dann mal eben wieder alles. Nee, ja, noch nicht hier, ne? Nee. Also ich bin auch gespannt, wie wir das denn mit der Energie machen, weil wir haben zwar, ich glaube, zwei Reaktoren war das, ne? Aber es waren kleine. Letztendlich denke ich, werden wir unten im Maschinenraum einen großen hinstellen müssen. Mindestens. Weil wenn das Ding sich in Bewegung setzt, ich glaube, da werden wir das benötigen. So, dafür gehen auch schon wieder ein paar mit. Sehr gut. Was ist denn das da hinten? Military. Ja gut, aber die kommen nicht näher. Die bleiben da irgendwo. Sollen sie auch bleiben, ne? Ja, die braucht keiner, die braucht keiner. Halt erst den Superconductor hier hin. Ja, noch 1200 knapp, mehr oder weniger. Also Pi mal Daumen. Sehr schön. Ja, Triebwerkskomponenten. Ja gut, aber das wäre schon mal erledigt mit dem Panzerglas. Zumindest für jetzt. 1300, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, dass wir irgendwas anderes in der Zeit machen, weil das dauert ja so lange kann ich ja noch nicht mal warten hier. Ich einfach so, oh, ich lehne mich jetzt zurück und ich warte jetzt so ein bisschen, ne? Das geht nicht, ne? Da müssen wir irgendwas anderes machen. Ja gut, wir können hier rumfliegen und alles weiter fertig machen. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das hier drüben mit den. Ja, siehst du, guck mal, die hier. Die sind auch noch nicht mehr fertig. Hier drüben habe ich nämlich schon mit dem Raumschiff einen Rundflug gemacht und alle soweit fertig gemacht. Aber ich glaube, uns fehlen jetzt die Komponenten dafür. Und ich komme wahrscheinlich noch nicht mehr ran. Das wird das nächste Problem sein. Was ich denn hier sehe. Nee, passt noch alles. Puh, okay. Ja gut, die brauchen... Das ist ja das Geile, die brauchen an Ressourcen so gut wie gar nichts, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, aber trotzdem müssen wir mit unserem Ork Miner nochmal los. Ah, ich komme doch ran, das ist sehr schön. Und müssen entsprechend Eis holen. Also eigentlich nur Eis. Ja. Was anderes brauchen wir gar nicht. Aber wenn diese ganzen Triebwerke funktionieren, uns abbremsen und wenn dann diese Heli-Teile funktionieren, dann bin ich eigentlich ziemlich guter Dinge, dass wir das Ganze heil und sicher überstehen werden. So. Sehr gut. Ja, machen wir die halt alle nachher fertig. Sie sollen ja eh fertig werden, ne? Und wenn die Triebwerke fertig sind, ist das nicht so wild, als wenn die Panzerung halt noch nicht fertig ist. So. Wie gesagt, wenn wir landen, wenn wir unten sind, können wir uns da um den Rest kümmern. Wobei, naja, man muss auch wirklich sagen, so leicht wie hier kommt man nirgendwo an Ressourcen ran. Das ist einfach so. Weil hier fliegst du einfach hin, machst den Felsen kaputt. Ne? Du brauchst ja keine Gedanken weitermachen. Das ist echt cool. So. Stahlplatten. Ach ja, okay. Ein bisschen orientierungslos in letzter Zeit. Weiß auch nicht. Woran das liegt. So. Also wie hier jetzt, ne? Wenn ich den so schweben lasse an der Stelle, hält er an, gleicht sich aus, aber er braucht keine Energie mehr. In der Atmosphäre braucht er die ganze Zeit Energie, wozu dann halt die Balance immer stimmen muss, damit er dann halt nicht runterfällt und... Ja. Und dann natürlich auch genug Energie hat. Damit er die Triebwerke auch laufen lassen kann. Das ist immer sehr problematisch. Komme ich da jetzt noch ran? Schwein gehabt, ey. Würde ich sagen, gute Konstruktion hier an der Stelle.
Ja, müssen wir uns einfach mal selber drum, ja? Also diese, der Ork-Bilder hat schon was. Definitiv. Also auch in der ursprünglichen Version, ohne die Asimus-Mod, war er gut gewesen, finde ich jetzt. So, das muss da vorne weg. Das kann nicht bleiben. Hier haben wir auch, ach so, hier sind auch noch welche. Da fehlen wieder Stahlplatten. Ja gut, das können wir jetzt einfach erledigen, indem ich jetzt hier was wegnehme. Davon haben wir wieder ein paar Stahlplatten. Ja, guck. Schwupp, schon erledigt. Das hier auch noch gleich. Ich glaube, ich muss das wegpacken. Sonst fällt mir gleich alles hier wieder durch die. Da fliegt alles wieder durch die Gegend vielmehr. Ja, das möchte ich ja nicht. Nee, wir verschenken hier nichts. So, einfach mal das Mikro umgeboxt. Sehr geil. Ja, diese Dinger sind halt leider absolut nicht geeignet für das, was wir vorhaben. Muss man ganz klar sagen. Zum Teilgerüst. Genau, die sind soweit fertig. Hier geht auch noch ein bisschen was rein. Aber wir kriegen die Ressourcen zurück, von daher bin ich auch glücklich. Genau, so. Machen die mal fertig. Ich weiß halt bloß nicht, ich bin mit diesen ganzen Hydrogen-Teilen halt echt am Hadern, ne? Denn eins steht mal fest, wir brauchen unheimliche Mengen an Eis. Ja, unheimlich krasse Mengen. Bis das dann entsprechend flugfähig ist. Also das heißt, die. Tja, wofür setzen wir die ein? Eigentlich nur zum Starten und Landen. Wir haben ja hier jetzt von Asimus diese anderen Triebwerke für den Vorwärtsschub. Ja, das macht am meisten Sinn. Jetzt mal gucken, ob wir hier noch ein paar von den Teilen hatten, die uns hier vielleicht fehlen. Kann ja sein. So. Was braucht es hier denn noch? So, hier noch das, 300 davon. Triebwerkskomponenten. Na, hier fehlt noch ein bisschen was. Oh, was haben wir denn hier? Ah, Mist, ich habe heute keine Stahlplatten. Jetzt müsste ich die alle wieder einzeln herholen. Aber wir können mal gucken, es ist ein bisschen Zeit für. Alter. Ich habe doch noch was im Inventar, das geht ja nicht. Das wäre nicht gut, dann kann ich nicht so viel mitnehmen, wie ich gerne möchte. Ich packe auch mal. Wobei. Das hier packen wir lieber in unser Schiff, das ganze Uran, was wir hier haben. Ja, das macht am meisten Sinn. Dann müsste es ja gleich sofort schwupp ab zum Reaktor. Zu den drei. Ach, wir haben drei kleine. Nee, einen großen. Und drei kleine. Aber wo ist der große? Ich glaube, der große ist nicht da, sondern der ist an dem hier. Kann das sein? Nee, es hat gar keinen Reaktor. Aber der hat einen großen Reaktor, glaube ich, ne? Nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich sehe da hinten einen großen Reaktor, ja. Aber der sollte eigentlich keine Sachen austauschen können. Aber über diesen Verbinder kann man keine Sachen austauschen eigentlich. Wie ist eigentlich der Ladestatus der Batterien? Alle voll. Ja, fast. Das ist gut. Also, wir können mal gucken ins Cockpit. Wie es da aussieht, was er da jetzt sagt bezüglich Energie. Ich finde das schön, wie es beleuchtet ist hier. Ja, ziemlich coole Kombi, das Gelb mit dem Blau.
Was sagt er? Er schwankt so ein bisschen, ne? Zurück ist er etwas behäbiger. Na gut, wir haben hier vorne aber auch halt nur diese paar kleinen Asimov-Triebwerke und die normalen, ne, Ionentriebwerke. Also das meiste bringt halt einfach das Hydrogen, aber ich glaube, es gibt nichts, irgendwie keine Möglichkeit, das Hydrogen anders als durch Eis herzustellen. Das ist halt wirklich so ein ganz, ganz großes Ressourcenproblem. Ja, und vor allen Dingen, wie macht man das mit dem ständigen Nachschub, den man braucht, ja? Da habe ich echt Muffe vor, ey. Bis wir da hier mal so weit sind, dass das aufgefüllt ist und sich dann auch noch alles bewegt, wenn das ganze Schiff denn jemals fertig ist, was eine unheimliche Masse haben wird, weshalb wir... Ich weiß nicht, macht das überhaupt Sinn, das Ding für einen Erkundungsflug zu machen? Also, dass man sagt, wir fliegen damit auf dem Planeten? Toh, das ist einfach so riesig. Ja gut, aber wozu habe ich sonst die ganzen Hydrogentanks installiert, ne? Das ist ja dann das Nächste. Das wäre natürlich eine totale Konzeptänderung dann auf einmal. Ich mache mir dann nochmal Gedanken zu, weil mich macht die Tatsache mit dem Eis echt nicht glücklich, ne? Also es stört mich schon massiv. Achso, ich wollte mal gucken wegen Superconductor-Teilen. Ja, jemand da, ne? Ich wollte was haben. Ja, aber es ist, das ist so eine Never-Ending-Story, definitiv, ey. Hätte ich übrigens mal Lust, den mal wieder zu sehen. Ich habe den, glaube ich, seit 20 Jahren mindestens nicht mehr gesehen. Damals in den 90ern auf jeden Fall. Ja, das ist schon über 20 Jahre, ja. Aber an sich... Ich wüsste nicht, dass ich ihn danach nochmal gesehen habe. Nee. Der braucht echt lange. Ja, und Panzerglas brauche ich auch. Silizium. Hatten wir davon nicht noch was? Puh, okay, gut. Dann bin ich beruhigt. Ja. Alles in ausreichender Menge vorhanden. Heieiei. Aber hier hat er kaum was von gemacht, ne? Also in der Zeit, wo er weg war, hat er knapp 300 geschafft. Nicht ganz. Was natürlich bedeutet für diese 1200, die wir noch brauchten. Das... dauert. Ja gut, wir werden jetzt Eis besorgen gehen, das heißt wir schnappen uns den Ork Miner, werden aber hier und da ein bisschen hingucken, vielleicht mal ein bisschen auf, was nicht, wir können ja 900 noch, wir können mal schauen, dass wir vielleicht sonst ein bisschen Basen versuchen Platz zu machen, ne? Dass wir irgendwie zu einer gegnerischen Basis wieder fliegen mit unserem, eigentlich am besten ohne das Artilleriegeschütz, ne? Ja, das war ziemlich schlecht. Oder wäre ziemlich schlecht, weil es halt alles kaputt macht. Zu viel Kaboom. Müssen wir mal gucken. Ja, da fällt uns sicher noch was ein. Egal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Letztendlich ist es einfach nur wieder etwas Zeit, die wir halt investieren müssen. Aber ich denke, das ist trotzdem der richtige Weg, damit wir dann halt vielleicht doch landen können. Ja. Naja, gucken wir mal. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dalassen, was ihr denkt, ob wir vielleicht wirklich damit auf den Planeten fliegen können. Letztendlich mit einem großen Landungsschiff macht man das ja eigentlich auch. Andererseits könnten wir auch sagen, okay, der Hangar hinten ist groß genug, wir bauen hinten diese Garagenhalterung um, nehmen die raus und machen stattdessen ein großes Hangartor und setzen da hinten, so wie wir das zum Beispiel im Livestream haben, machen ein bisschen großzügiger, aber noch ein Landungsschiff mit Fahrzeug, ja, und vielleicht einem kleinen Mini-Jet dran, mit dem man dann halt entsprechend landen kann und eine Basis aufbauen kann, wo dann aber dieser Jet, mit dem man halt landet, der kann Truppen mit transportieren, ja, der muss halt alles können, es gibt nur dann dieses eine Ding, der muss Truppen transportieren können, der muss
dank der Small Ship Mod kann er ja dann entsprechend auch Raffinerie, Montageanlage und alles dabei haben. Das muss er auch haben. Also, dass man vielleicht sonst sowas macht. Aber dann müssen wir das alles abreißen. Das ganze Hydrogen muss dann einfach raus. Dafür müssen wir dann. Also, ich lasse dann diese Triebwerke hier trotzdem. Also, ich lasse die dann einfach, weil wir haben die. Aber ich werde dann auf Azimus halt setzen. Auf die großen Azimus-Triebwerke. Gut, vielleicht lasse ich einen Strang Hydrogen. Das kann sein. Aber boah, eigentlich macht es keinen Sinn. Also, je nachdem. Wir müssen mal gucken. Ihr sagt einfach mal, was ihr davon haltet, was ihr darüber denkt. Vielleicht kennt ihr der einen oder anderen eine Mod, wo es heißt, hey, da kannst du aufgrund Solarenergie mit Pflanzen Hydrogen herstellen. Ich kann auch nochmal gucken, aber letztendlich macht es auch irgendwie wenig Sinn, weil das wäre ja dann wie Schummeln, wenn dann ohne Eis auf einmal irgendwas funktioniert. Ja, naja, wir gucken einfach, wir gucken einfach. Ihr macht euch Gedanken, schreibt bitte was dazu, wenn ihr eine Meinung habt und schreiben könnt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zogger.